Eines der meistgehütetsten Geheimnisse des deutschen Rap wurde am Wochenende gelüftet. Das Gesicht von AK außer Kontrolle wurde offiziell geleakt. Oder doch nicht? Im Moment herrscht absolute Verwirrung und wir gehen da rein. AK außer Kontrolle. Mich persönlich hat ehrlich gesagt schon der Name immer verwirrt. Ich meine, steht das AK nicht für außer Kontrolle? Heißt er dann nicht eigentlich außer Kontrolle, außer Kontrolle? Ist es dann eine doppelte Verneinung? Und dann ist er ja eigentlich unter Kontrolle. Fragen, die ich mir so beim Abwaschen stelle. Anyway, seit Anfang seiner Karriere war AK außer Kontrolle immer nur mit seinem Markenzeichen, dem Bandana vorm Gesicht, zu sehen. Doch jetzt am Wochenende passierte es. Nach rund 20 Jahren Undercover-Rap-Karriere haute wie aus dem Nichts AKs ehemaliger Erstguter-Junge-Label-Kollege Samra diese Insta-Story raus. Habibi Samra, ich küsse deine Augen. Ich stelle Lukas auch auf jeden Fall schöne Grüße von mir. So, hier mal ein Video, falls du vergessen hast. Laut dem Text, den Samra schrieb, hatten offenbar Leute falsche Bilder über AK außer Kontrolle verbreitet. Und so wie es wirkte, wollte man seitens AK außer Kontrolle dem jetzt quasi einen Riegel vorschieben und sich halt dann selbst einfach leaken. Über Samra. Zumindest schien es erstmal so. Zahlreiche weitere Rapper-Kollegen von AK posteten genau dieses Video dann ebenfalls in ihre Story. Darunter Bones MC, Undercover, Vaisel, Volo, Saphir, Gringo und so weiter. AK wiederum repostete jede dieser Stories und postete das Video dann auch nochmal als eigenen Feedbeitrag bei sich selbst auf Instagram und schrieb hierzu: Jetzt weißt du wer. Also wissen wir jetzt, wie AK außer Kontrolle ohne der Maske aussieht. Oder doch nicht? Es gibt Theorien. Aber erstmal kurz. Überall hört man von steigenden Preisen, Inflation, Hilfspaketen, dies, das, jenes. Aber wisst ihr, was die Inflation wirklich ausgleicht? Wenn man mit dem Code RAP10 10% beim Einkauf bei SEKPLUS spart. Scholz, so macht man das. Schon unter dem Video von AK außer Kontrolle kommentierten zahlreiche Fans, dass das in Wahrheit jetzt doch gar nicht AK außer Kontrolle sein soll. Obwohl die Stimme ja passt. Allerdings machte auf TikTok vor allem ein Video ordentlich die Runde, in welchem behauptet wurde, der angebliche AK außer Kontrolle sei eigentlich der Bruder von AK mit dem Namen Yusef Axt. Hierzu gab es dann auch noch ein paar Vergleichsbilder und das wird dann auch wieder irgendwie überzeugend. Wäre ja auch ein krasser Plan. Leute auf TikTok fangen irgendwie an, AK zu leaken, er will das Narrativ in seiner Hand behalten und zeigt deshalb seinen Bruder, der eine ähnliche Stimme hat. So ist dann die Neugier der Fans gestillt, sein Bruder war eh schon mal öffentlich zu sehen und er selber ist weiterhin undercover unterwegs. Das wäre schon ganz schön Meta. Allerdings widerspricht AK außer Kontrolle dem Ganzen dann wenig später mit diesem Foto. Hierzu schreibt er nämlich dann: Unterwegs mit meinem Bruder Yusef Axt, ihr Verschwörungstheoretiker. Und auch in den Kommentaren darunter reagierte AK und schrieb zum Beispiel, dass er doch eigentlich wohl Besseres zu tun hätte, als da seine Fans irgendwie reinzulegen mit Fake-Bildern. Mit dem Bild stellte er dann wahrscheinlich auch klar, dass er in der Öffentlichkeit jetzt dennoch weiterhin mit Bandana in Erscheinung treten wird. Macht ja auch Sinn, ist ja so gesehen auch sein Markenzeichen. Aber gut, also ist das hier jetzt offenbar wirklich AK außer Kontrolle ohne Maske. Oder? Ich habe keine Ahnung, es ist sehr gut möglich, dass ich nächste Woche durchdrehe.